Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei... Warum wollte ich jetzt Dragon Quest sagen? Ah, fuck. Assassin's Creed Odyssey. Wir brauchen gerade Geld. 15.000. Und haben gerade eine Ladung geborgen und einen Typen gerettet. Der die Ladung verloren hat. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir haben 1250 gekriegt, weil wir diese Ladung geborgen haben. Scheiße. Alter, wow. Nein, könnt's nicht. Bereit fürs Andock. Wo ist der Typ eigentlich hin? Quest, eine Truhe voller Drachmen. Staatsschatz. Ah. Vielleicht wollen wir seine Mannschaft. Okay, hier. Die Bogenblockerin. Hoppala. Ja, was ist los, Alte? Tja. Iona, die Alte auf dem Boden liegt. Die Alte, die tot auf dem Boden liegt. Hey, warte, der ist bei mir oben. Hä? Ah, ich muss da oben hinfahren. Das ist aber scheiß Ernst. Klar zum Ablegen. Willkommen zurück. Ich war nie weg. Oder fast nicht weg. Wir haben volle Fahrt, Kapitän. Segel! Die Ruder lang! Ins offene Gewässer! Mach schneller, dass du Atem kommst! Segel, raus! Ach, diese verdammten Ruder da. Ach, die Ruder, die sollen sie nicht so aufnehmen. Segel einholen! Anlegen! Wir kriegen Gesellschaft! Hä? Was für Gesellschaft? Jetzt liefer ich mal den Typen ab. Gotarsis! Das, hatte ich nicht erwartet. Gotarsis, ich dachte, ich hätte dich verloren. Wo ist dein Schiff? Die Felsen bei der Insel waren trügerisch. Oh, ich bin mir seiner Seemannskünste durchaus bewusst. Eine Ziege könnte dort segeln. Ach, Malacca. Was zählt es, dass du am Leben bist, Bruder? Er ist dein Bruder? Es wäre leichter, wenn er es nicht wäre. Was ist mit der Mannschaft? Die Hunde wollten meutern. Wenn der Söldner nicht gewesen wäre... Dann wäre er tot. Dann wirst du belohnt, Söldner. Gotarsis versprach eine Belohnung. Eine großzügige, wenn ich mich recht entsinne. Dann bezahl ihn. Ich? Aber du bist die mit... Na schön. Komm mit mir, dummer Bruder. Hab Dank, Alexios. Familie ist Familie. Ich danke dir für sein Leben. 1200, yes! Ich hab die Kohle, ich hab die Kohle. Sehr gut. Ich will den Staatsschatz jetzt haben. Wenn ich schon Staatsschatz lese, Alter, dann will ich den haben. Oh fuck, der ist in der Festung? Na,
Wir speichern erstmal. Sehr gut, Mann, sehr gut. Manuell speichern, manuell, manuell, manuell. Da. Emanuel. Emanuel ist Speicherung. Der große Nicht-Spartiat kehrt heim. Warum so viel? Warum brauchst du denn so viele Drachmen? Ich muss eine Stadt absichern und Menschen beschützen. Ich habe kein Interesse am Kriegseintritt. Ich will nur sicherstellen, dass der Krieg nicht zu uns kommt. Hier, nimm deine Drachmen. Nichts fühlt sich schöner an als ein schwerer Geldbeutel. Wie lange wird es dauern, bis ich die Informationen bekomme? Ich habe sie schon. Ach ja? Deine Myrine verkehrt unter dem Namen Phönix. Sie war Teil meiner Mannschaft, aber wir haben uns vor kurzer Zeit getrennt. Ernsthaft? Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die mal bei den Piraten dabei war. Ich reise bald ab. Chaos ist dein Zuhause. Aber es ist nicht meine wahre Heimat, meine Bestimmung. Du findest vielleicht nie, wonach du suchst, Phönix. Aber ich höre nicht auf zu suchen. Du bist eine tolle Piratin. Und du bist eine noch bessere Freundin. Vergiss mich nicht. Der merkt mir auch an, dass er Spartianerin ist. Die hat ganz schön Haare auf den Zähnen, ey. Wo ist sie? Weißt du, wo sie jetzt ist? Sie segelte nach Südost mit ihrer Mannschaft, auf der Suche nach ihrer Bestimmung. War sie auch Teil deiner Mannschaft? Eine Zeit lang. Warum ging sie fort? Sie interessierte sich zu sehr für den Krieg. Wenn du mich fragst, Verschwendung einer guten Piratin. Hab seit dem Abschied nichts von ihr gehört. Chaos ist weit entfernt von Sparta. Wie seid ihr euch begegnet? Auf See, vor langer Zeit. Ich sah in ihr ein besseres Leben. Sie sah in mir die Freiheit. Zusammen gehörten uns die Wellen. Ich kann nicht fassen, dass sie Piratin war. Sie gehört zu den Frauen, die sobald sie sich etwas in den Kopf setzen, es auch umsetzen. Vielen Dank. Ich... Zu Hause ist kein Ort. Zu Hause sind die Menschen um dich herum. Wenn du nicht findest, was du suchst, steht unsere Tür offen. Ich mag das. Das war um vieles, um Längen besser als dieses ganze Drecksgeschwurbel, Alter, von den Pennern in Athen. Ich bin ein Dramaschreiber. Ich schreibe Komödien. Ich bin ein Typ, der sich quer durch Athen poppt. Und hab den totalen Dachschaden, Alter. So, Quest interessiert mich nicht mehr. Von einem neuen Korinth oder so. Irgendwas zu finden. Korinth. Wo ist Korinth? Ist das. Die Heretären sind beim Porneion gut bekannt. Was ist Porneion schon wieder, verdammt? Pefiki, Lakonien, Kardien, ach ja. Korinth da! 19 bis 23, okay, ich bin jetzt dann auf 18. Soll ich vielleicht doch noch mal ein bisschen was machen, ne? Verbessere das Speer, um ein Mädchen zu finden. Ersten niemanden schaden. Ja gut, das wäre wurscht, ne? Augen des Kosmos. Und wo wäre das da? Oh, da ist noch einer. Der Kentaur von Euboea. Hatte ich den nicht erledigt? Oder ich wollte den erledigen, das kann auch sein. Verdammt. Dreckiges Pack, ey. Da ist noch einer mittendrin. Midas. Argolis. Oder Argolis. Familienwerte, ich... Was ist das da? Ah, eine kinetische Hirschkuh. Was machen wir jetzt? Wir könnten auf Chaos noch ein bisschen was machen oder wir schauen, dass wir weiterkommen.
Aber 18 sind wir jetzt eigentlich fast, ne? Dann könnten wir eigentlich nach Korinth gehen, oder wir gehen erstmal nach Argolis. Hydrea ist auch noch so eine Sache. Aber wir könnten auch erstmal ein bisschen Kohle machen. Weil wir haben gerade ein Kohleproblem. Und damit meine ich nicht normale Kohle. Und tschüss. Oh. Kämpfen die immer noch? Leute, was geht ab? Was willst du? Ist das ein schlechter Zeitpunkt? Es gibt keinen guten Zeitpunkt. Viel zu viel Arbeit und nicht genug Leute, um sie zu erledigen. Aber offenbar kümmert das niemanden außer mir. Warte, hat Xenia dich geschickt? Sie sagte, du hättest Arbeit für mich. Gepriesen sei Poseidon. Endlich. Jemand, der wirklich helfen will. Schiffe dringen in unser Gebiet ein und stellen uns auf die Probe. Xenia will ein Exempel statuieren, damit jeder weiß, wem dieser kleine Teil der Ägäis gehört. Ich versenke die Schiffe für dich. Auf welche hast du es abgesehen? Zerstöre ein paar Schiffe aus Sparta, ein paar aus Athen und auch ein paar der Banditen. Das sind eine Menge zu versenken. Sorge nur dafür, dass du Xenias Farben hisst, wenn du sie versenkst. Ich bezahle dich gut dafür, wenn die Botschaft ankommt. Die Segel haben Löcher, weitgebrochene Ruder auf dem Überdeck. Die Farben von Chaos. Wo ist mein Boot? Mal, die sind nicht zu stark. Aber guck, wir müssen ja bloß platt machen. Auf ihr Schiff müssen wir ja nicht gehen. Aber was ist mit dir? Du klingst bedrückt. Ich versuche, einen großen Schatz für Xenia zu stehlen, um ihren Sieg über Chaos zu feiern. Aber die Wegbeschreibung wurde gestohlen. Und ich schätze, du suchst jemanden, der sie zurückstiehlt. Schön wär's. Doch sie wurde vom Anführer von Koressia gestohlen, den Xenia aus der Stadt verbannt hat. Nun herrscht Waffenstillstand und kein Pirat würde den brechen. Zu deinem Glück bin ich kein Pirat. Willst du sagen, du hilfst mir? Es springt auch was für dich dabei heraus, wenn du es tust. Ich könnte dir deine Wegbeschreibung besorgen. Endlich hat mich Poseidon auch mal mit Glück gesegnet. Also, wo muss ich hin? Zur anderen Seite der Insel. Du findest die Tafel im Haus des Anführers. Sobald du sie hast, bringst du sie zum nahen Dorf Poissa und übergibst sie meinem Geschäftspartner. Keine Sorge, ich hol dir, was du brauchst. Xenia wird begeistert sein. Ich werde auf dich warten. Ich mag die Piraten, Alter. Die sind alle so... Für ein Chaos verwahrt. Das Haus des Anführers steht in Poissa. Was ist denn das? Ich dachte, ich habe den Scheiß ausgeschalten. Keine Ahnung, mir egal. Ruin von Kandaros, Löwen, Apollos Zuflucht. Das ist die Burg. Haus des Anführers in Chaos war. Das Haus des Anführers steht in Poissa. Das Dorf liegt im Nordosten des Löwenhügels. Nordosten. Norden ist oben. Ja, hier dann. Schlachtfeld des Staates Pirateninsel. Das gehört Athen. Das könnte mir eigentlich den Piraten helfen, das zu erobern, ne? Nordosten des Löwenhügels. Warte mal, N ist oben. Osten ist rechts, Süden ist unten, Westen ist links. Ja, das wäre dann schon das da. Pferd? Tapp nochmal. So, jetzt hat. Komm schon. Ah, fuck, ich komm da gar nicht raus, ne? Na los!
Jetzt ist ne, jetzt hat sich's zu mir geportet. Trab los! Sind immer echt gut, diese Teleportationspferde. Schade, dass die nur im Mittelalter gab. Sind dann leider irgendwann ausgestorben. Teleportationspferde, Alter. Das wäre der Kassenschlager, Mann. Setz los. Irgendwas will mich schon wieder umbringen. Gut, es wird mich ständig irgendwas umbringen. Ella. Boah. So, und jetzt her mit eurem Scheiß. Dankeschön. Wenn es eine Karte gibt, dann hier drin. Wieso hier drin? Da ist doch nicht mal ein Haus, oder? Da bin ich jetzt blöd. Oh doch, da ist ein Haus. Alter. Schrein von Ikachos. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Das sind ja Athene. Schaukeln oder was? Ja, so in der Richtung. Was? Oh, Alter. Ich finde es immer noch so schlimm, ey. Ja, komm her, komm. Lass dich umbringen. Hab ich gerade Bock drauf. Reichsschreiber mit Piratenrache, finde mich an einer Stelle Rauchzeichen. Ach, das ist oben, oder was? Das muss es sein, wonach sie sucht. Alter, das war mal geil abserviert, hätte ich gesagt. Aber so richtig abserviert. Da oben ist noch einer. Wir können den nicht alleine lassen, das wäre ja... Da war ein Löwe. Warum, warum immer unten rein? Das ist doch übel. Was ist denn da? Achso, da kann ich die Quest abschließen. Warum ist das nicht selber? Das ist alles so langweilig. Was machst du hier? Oh, ich? Ich war, zufällig in der Nähe. Was ist mit deinem Geschäftspartner? Er hat geschäftlich zu tun. Er musste schnell weg, also bin ich gekommen. Verstehe. Hast du die Tafel schon? Dann werde ich wohl großzügig bezahlt. Aber natürlich. Du bist ein Mann nach meinem Geschmack, weißt du? Danke. Hier ist die Tafel. Ausgezeichnet. Jetzt können wir endlich zur Sache kommen. Mal sehen, was wir hier haben. Hm. Das ist interessant. Der Schatz ist in minoischen Ruinen versteckt. Oh, aber leider unter Wasser. Kannst du nicht schwimmen? Ich bin Piratin. Natürlich kann ich schwimmen. Ich mag bloß keine Haie. Oh, dann bist du nur feige, nicht unsportlich.
Ich muss nicht schwimmen, wenn ich einen zuverlässigen Söldner habe, der es für mich tut. Ich bin vielleicht an einem Abenteuer interessiert. Und ich verspreche dir, es wird eins, das du nicht so schnell vergisst. Sonst soll mich Poseidons Dreizack aufspießen und in die Tiefe zerren. Nun gut. Ich schätze, ich kann dir helfen, den Schatz zu bergen. Ich wusste, du kannst nicht widerstehen. Endlich! Poseidon hat mich auch mal mit Glück gesegnet. Schon wieder? Also, wo muss ich hin? Hier. Nimm diesen Schlüssel und begib dich zur Südspitze von Chaos. Dort findest du den Eingang zu den Ruinen. Er ist klebrig. Ist das Blut? Götter, nein! Ich habe eben einen Granatapfel gegessen. Beeil dich, die Zeit rennt. Ich hol dir, was du... Götter, nein! Oh, da kann ich gleich... Sehr schön. Umso mehr ich habe, umso besser wird dann auch der Ikarus. Ich mag Chaos, Alter. Chaos ist echt geiler Fleck, ey. Das dämliche Geschwur. Da unten ist ein Wildschwein. Hey, ich zähle auf dich, Wildschwein. Mach sie fertig. Oh. Naja, das Wildschwein macht es schon. Warte mal. So. Was war jetzt Südspitze? Ach, scheiße, da unten, ne? Wo ist mein Schiff? Da oben. Ah, fuck. Ja, da kann ich gleich hinlaufen. Halt, warte, ich muss ja markieren erstmal. Wobei, ich kann ja vor einem Ort zum nächsten latschen. Auf geht's! Dass es immer abdrehen muss. Oh. Und lauf. Nikolas, der furchtlose Koch. Wir kommen auf so einen Scheiß. Leg dich mal hin, danke. Okay, der interessiert sich nicht dafür, finde ich gut. Boah, ist das ein Dummkopf. Gut, der kann ja schlecht... Ah, da. Der kann ja schlecht wissen, dass ich die Vorhänge auf den Eber geschossen habe. Steht ja auch schlecht drauf, ich habe nur auf den Eber geschossen. Hä? Das ist doch in die Richtung. Oh. Dann war ich, habe ich doch schon richtig geschaut gehabt. Aber ist schön, wenn man wieder ein Söldner auftaucht. Dann kann man wieder abmurksen. Kann es sein, dass viel mehr Söldner da sind als früher? Ich meine, ich habe in meinem ersten Durchgang, in meinem ersten Versuch schon einige erledigt. Aber jetzt? Okay, da vorne ist das da. Ich weiß nicht, was das ist. Akropolis von Kartaja. Oder Kartaja. Mach ich doch du zur Seite. Mit dieses Angegebe von diesem Drecksoldatenpack. Oh scheiße, komm ich da noch hoch? Da. Oh fuck! Warte, falscher Knopf. So. Her mit deinem Fell.
Oh, Leder. Da ist man fertig. Fertig irgendwie, was? Abos,